mit Finnair einmal fliegen und direkt den Finnair Gold-Status bekommen. In Russland geleaste Jets werden nicht mehr bezahlt. Ihr seht, es geht auch andersrum. Und dann haben wir noch als Thema Starbucks-Café bei Condor. Mario Hoffmeister. Lars Kosten. Wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. In der heutigen Folge wie immer Abonnierbefehl. Danke, wenn ihr uns abonniert habt, aber vergesst nicht, die Glocke anzumachen, damit ihr auch informiert werdet, wenn es vielleicht morgen eine frühere Sendung gibt als sonst. Man weiß es nicht, ist ja der Erste. Des Weiteren kommentiert unten. Ich warte, das ist eine Gedankenpause. Ja, genau, da war es. Er hat eine leichte Verzögerung, es hat ein langsames Internet, da wo er herkommt. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, lasst uns ein Like da. Das erste Thema, was wir für euch heute mitgebracht haben, das ist von gestern ja angedroht worden, ist die KLM. Die KLM hat ja in Schiphol am Flughafen Probleme mit dem Gepäck, Entladern, Beladern unter anderem. Und die haben da echt jetzt Dutzende von Flügen, wie das so schön heißt, also 47. Wie viele Dutzend ist das überhaupt? 47. Ein Dutzend sind 12. Eben, und mehrere Dutzend sind dann 24, 36, 48, aber nicht 47. Aber nun gut. Nee. Naja, wollen wir jetzt nicht so. Ja. Es fehlt ein Flug am weiteren Dutzend, da sollte man jetzt nicht so kleinlich sein. Okay, Korinthenkacke aus. Also auf jeden Fall ist es halt so, man hat jetzt reagiert, man hat in der Feriensaison. Wir haben die Ferien noch zu Ende. Hast du noch Ferien? Also hier nicht in NRW. Die müssen wieder alle zur Schule. Aber ich glaube auch im Rest der Bundesrepublik sind alle wieder dabei. In den Niederlanden auf jeden Fall zum Ferienbeginn gab es ja Drama. Insofern hatte man das gemacht, damit man halt durch den Mangel am Bodenpersonal da dann halt etwas Entlastung bekommt. Und man sagt halt einfach Mangel an Arbeitspersonal. Da ist für mich natürlich die Frage, inwieweit dieses Arbeitspersonal da zu unterbezahlt ist. Mario, was ist für dich denn der Grund oder was machst du da draus? Ja, weiß nicht. Das ist ja kein niederländisches Problem. Dasselbe Problem haben wir ja auch am Fraport. Letzte Woche haben wir auch darüber berichtet. Und es ist nicht nur sozusagen ein niederländisches, deutsches oder europäisches Problem, sondern ja scheinbar auch ein amerikanisches, weil da haben wir ja ähnliche Probleme, vielleicht nicht an Flughäfen, aber in allen anderen Wirtschaftszweigen. Ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen frage ich mich, mal abgesehen von der Bezahlung, wo sind die ganzen Arbeitskräfte eigentlich geblieben? Also es sucht ja so quasi jede Branche hier in Deutschland, aber wohl auch in den Niederlanden, wie ich hörte, also Gastronomie, Hotellerie, überall. Wo sind die Arbeitsplätze geblieben? Und natürlich, du hast recht, wahrscheinlich, diese Jobs sind ja nicht immer, fürstlich entlohnt worden, wird man wohl nicht umhinkommen, da auch nochmal den einen oder anderen Euro draufzulegen. Was bedeutet das am Ende? Wahrscheinlich werden denn auch die Flüge wieder etwas teurer werden, denn irgendwie muss es ja umgelegt werden. Aber nichtsdestotrotz ist es eine sehr ärgerliche Situation und das war jetzt ja auch nur sozusagen der Osterurlaub. Die Reisesaison geht ja jetzt erst richtig los und findet dann in ein, zwei Monaten ihren Höhepunkt, nicht? Wenn die Sommerferien überall sind in Deutschland und Europa. Ich bin sehr gespannt. Ja, also man hat ja den gegenwärtigen Trend zum Beispiel bei einer Fluggesellschaft wie Finnair und damit habe ich auch den Bogen zu einer Fluggesellschaft gefunden. Finnair muss sein Geschäftsmodell ganz klar überdenken, weil Topi Manner, der CEO, er hat halt auch schon seine Besorgnis damals auf dem Aviation for Europe oder Airlines for Europe Event gesagt, dass die Russen sie ja nicht durchlassen. Und damit ist das Geschäftsmodell für die Finnair komplett tot. Man hat sich vorher schon auf solche Standorte wie Stockholm eingelassen, weil man von Stockholm aus wesentlich besser wieder nach Nordamerika fliegen kann. So schaut es aus, weil der Markt da einfach größer ist. Was das Thema ist, halt auch die 330er-Flotte. Die 330er-Flotte, die braucht man nicht. Und die schaffen das auch gar nicht mehr, diese Strecken zu fliegen, weil diese Umleitungen bis zu 4 Stunden, Seoul, wenn ich das richtig im Kopf habe, als Highlight, das ist halt richtig krass. Deshalb hat man bei der Finnair Flugzeuge im Wetlease, die A350er, bei der Eurowings untergebracht. Man hat A321er bei der British Airways untergebracht. Das heißt also, die Finnair ist mittlerweile kein Liniencarrier mehr, sondern ist ein
Wet Lease Unternehmen, die sind halt quasi da unterwegs. Und man muss halt einfach mal schauen, was man mit den A330ern macht, weil die A330er, die haben halt keinen Job im Moment. Das ist halt einfach so. Die stehen am Boden. Und man muss halt die Flottenplanung da etwas anschauen. Und es ist noch keine Entscheidung getroffen, ob die Flugzeuge verkauft werden sollen oder nicht, aber man schaut es sich an. Zum Hintergrund von Topi Manner muss man natürlich sagen, dass er ehemals bei der Nordea, das ist eine große Bank in Finnland und in Skandinavien, Finnland und den baltischen Staaten, und er ist ein Zahlenmensch. Das heißt also, er ist natürlich von Zahlen getrieben, er ist jemand, der sich mit Zahlen auskennt, und deshalb evaluiert er das natürlich wesentlich schärfer als jemand, der vielleicht emotional gebunden ist. Also ich glaube, dass so ein Carsten Spohr oder von Timothy Clark von Emirates, da weiß ich, die sind emotional mit dem Flugzeug verbunden. Also die haben da eine ganz andere Beziehung. Der ist ganz knallhart und sagt, nee, gucke ich mich nicht mehr an, cut, danke, tschüss. Wobei auf der anderen Seite muss man ja sagen, so ein 330er ist ja eine alte Schüssel, ne? Ja, das wollte ich gerade fragen, wie das Durchschnittsalter dieser A330. Ansonsten das Flugzeug als solches ist eigentlich, ich bin immer sehr gerne mitgeflogen oder fliege immer noch sehr gerne mit. Die Frage ist halt, wie alt die Finnair-Flotte da im Durchschnitt ist, der A330er. Aber das Problem... ich weiß es wirklicherweise nicht, wie alt die Durchschnittsalter ist. Aber das Problem ist, er hat ja auch gesagt, er kann sie auch nicht gebrauchen, weil für die Umwegstrecken, die er theoretisch fliegen muss, auch nach Asien, haben die nicht genügend Reichweite. Und du hattest ja schon gesagt, allein der Umweg da nach Seoul hin und zurück sind 4000 Kilometer. Oder der Umweg hin sind 4000 Kilometer und hin und zurück ist das dann schon mal fast genau dieselbe Strecke wie nur ein Hinflug wie früher. Also das ist ja auch der Wahnsinn. Ja. Also das sind ja auch Zeiten, die dann dort verbraten werden. Als, wie war das vorher? Sieben auf 12 oder 8,5 auf 12 Stunden. Also das ist ja sind ja wahnsinnige Umwege. Geschickt finde ich allerdings, dass er quasi so ein Wet-Lease-Geschäftsmodell so schnell etablieren konnte. Ich meine, da spricht er durchaus für eine gewisse Flexibilität auch davon von Topi Manner. Denn, wie du schon sagst, da geht es jetzt erstmal ums Geld verdienen. Also die es geht vor allem ums Eingemachte. Bekommen, ne? Es geht vom Eingemachte, weil der finnische Staat ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er sehr flugaffin ist. Und er hat ja auch da um die 400 Millionen wieder gekämpft. Wenn man hört, die Lufthansa ist im Milliardenbereich unterwegs, die sind bei 400 Millionen. Die Lufthansa lacht sich da schlapp. Ne? Also ich meine, überleg mal, die Lufthansa kann die Bude morgen kaufen und sagen, hier, danke, tschüss. Kaufen sie natürlich nicht, was keinen Sinn macht für Lufthansa, aber das nur so als Stichwort. Und na klar, gut, jetzt ist die Finnair natürlich auch viel kleiner. Aber es ist schon ganz bitter, weil das gesamte Geschäftsmodell, das, ich meine, du hast es vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, das beruhte ja nun darauf, dass man geografisch, wenn man denn über Russland fliegen kann, geografisch so günstig liegt, um ganz gute Connections nach Asien anbieten zu können. Damit haben sie ja über Jahre geworben und das war ja auch okay. Ja, und jetzt ist es weg. So, ne? Das ist schwierig. Was weg ist, ist auch für die ganzen europäischen Leasingfirmen die Flugzeuge, die sie nach Russland verleased haben. Was man weniger gehört hat, liegt vielleicht auch an der Masse, dass es auch Unternehmen in Russland gibt, die Flugzeuge an westliche Unternehmen verleased haben. Und da geht es jetzt nicht um irgendwie ein Superjet, Sukhoi oder irgendeinen anderen Quatsch, sondern um gute Airbus- und Boeing-Flugzeuge. Gut in Anführungsstrichen. Ne? Also insofern hat man bei EasyJet sich dazu durchgerungen, dass man gesagt hat, wir zahlen keine Raten mehr. Sie dürfen es übrigens auch gar nicht, davon ganz abgesehen. Es geht da ja um Milliarden bei den russischen Flugzeugen. Ich weiß gar nicht, wie es bei der GTLK, ich kannte die Firma auch gar nicht großartig. Ich auch nicht. Also was das ist, die haben 6 Flugzeuge, die allerdings seit 2020 nicht mehr abgehoben haben, verliest an EasyJet, das sind 319er. Die lettische Smart Lynx hat auch ein 321er geleast, hat da auch 4 geparkte A321 auch nicht mehr gezahlt. Dann gibt es für die isländische Luftfracht- und Charterfluggesellschaft Bluebird Nordic, auch eine Firma, die ich gar nicht kannte, 3 Boeing 777 von GTLK geparkt zu haben. Komisch, dass sie mal alle Flugzeuge geparkt haben, die von der GTLK sind. Das war alte Bunker.
Und dann gibt es noch was ganz Lustiges. GTLK hat sogar Flugzeuge an Qatar Airways oder an Emirates verleased. Also und ja. oder. Heißt also, noch am 19. April flogen zwei GTLK-Flugzeuge für Qatar Airways zu Bloomberg. Auch Emirates setzt weiterhin eine Boeing 777 ein. Aber die beiden Länder zahlen ihre Rechnung noch, weil man sich ja quasi nicht so verkracht hat. Also man hat jetzt nicht gesagt, wir ziehen die Konsequenzen. Deshalb ist in Dubai und auch in Doha eine so hohe Russenschwemme, weil die da alle drüber abhauen und darüber auch, sage ich jetzt mal, weiter reisen können. Istanbul und Mittlerer Osten sind die Hauptziele. Ein Thema, was für Mario ist, ist das nächste Thema, ne? Auch ich weiß nicht. Ich finde es ganz interessant, dass die Condor jetzt Starbucks servieren möchte auf der Kurz- und Mittelstrecke. Warum eigentlich nicht auf der Langstrecke, ist die große Frage. Aber da wir ja alle wissen, bei Starbucks steht man lange an und es kostet Unsummen von Geld für ein Kleid Kaffee, frage ich mich, ob dieses Geschäftsmodell für einen Ferienflieger so das Richtige ist. Nein, aber Scherz beiseite. Ist zumindest ein leckerer Kaffee, wie ja auch unsere Schweizer Freunde von Swiss auch ganz guten Espresso und Kaffee anbieten und viele andere auch und nicht mehr halt das nur 15 Produkt. Also ich mag durchaus Starbucks, wenn ich es auch völlig überteuert finde, aber es gibt ja nicht nur Kaffee, sondern auch Schokolade und Tee und ich weiß nicht, es ist sicherlich ein Marketing-Gag für beide Seiten. Die Condor-Passagiere kommen sozusagen mit der Marke Starbucks in Verbindung und umgekehrt. Ich weiß es nicht, was man davon halten soll. Das Wasser, mit dem das Zeug gekocht wird, ist halt auch dasselbe, was man sonst für den Kaffee dort nutzt. Und ob das jetzt unbedingt dasjenige welche ist, ich weiß es nicht. Aber bist du ein großer Kaffeetrinker? Nee, nicht wirklich. Ne? Du trinkst dann noch lieber morgens eine Cola. Ich nehme mein Koffein über die Coca-Cola oder Mountain Dew zu mir, weil es einfach mehr Koffein in Mountain Dew hat. Ich glaube, 6-mal mehr als eine Tasse Kaffee ist in einem Mountain Dew vergleichbar, Tassengröße. Also insofern nur für den Profi. Abgesehen davon, 2,90 € ist der Einstiegspreis für eure Partydroge Kaffee. Damit ihr das nur als Preis mal gehört habt. Bin mal gespannt, ob es die Becher dann auch im Starbucks-Ringel-Look gibt von der Condor. Das wäre ja mal was spannend. Das wäre ein Design. Ja, aber es ist halt Instant-Plörre. Also ich weiß nicht, da gab es ja von dir den Hardcore-Trick, nie den Deckel abnehmen, ne? Genau, nie den Deckel abnehmen. Das ist nicht wirklich gut. Ja gut, aber wie gesagt, dein Körper braucht halt mehr Koffein. Da ist mit einem einfachen Kaffee nichts zu wollen. Insofern schauen wir mal und dann sehen wir schon. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr auf der Kurz- oder Mittelstrecke mit der Condor geflogen seid, wie der Kaffee so geschmeckt und gemundet hat oder ein anderes Produkt von Starbucks. Ja, dann haben wir heute auch noch mal für euch einen Top-Deal und zwar, wie nenne ich das immer, Ticket-Deal des Tages, den ich für euch ausgegraben habe mit der Finnair und das ist halt jetzt auch aus Stockholm logischerweise, zum Beispiel nach Bangkok oder aber auch nach Nordamerika könnt ihr fliegen. Ich habe Bangkok einfach mal rausgepickt, weil Bangkok für viele ja ein riesen interessantes Ziel ist. Da ist ein Ticket in der Buchungsklasse I, gibt im Moment keinen Stress, gibt da auch keine Kopfschmerzen, weil es nicht limitiert ist, also Abverkauf ganze Zeit. Fair Base ist 1.250 € mit ein bisschen Steuern drauf, dann seid ihr knapp über 1.300 €. Gibt kein Minimumaufenthalt, kein Minimum Stopover ist nicht permitted. Was sage ich? Minimumaufenthalt, Minimum Länge oder Maximumlänge. Ticket ist halt nicht refundierbar. Das ist der einzige Nachteil. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, man kann einmal umtauschen oder die Flugzeit verändern, 48 Stunden vor Abflug, das wäre kostenlos, aber es ist nur einmalig. Dann gibt es natürlich auch Meilenpunkte und Status. Wollen wir erstmal auf die Meilen eingehen. Da gibt es bei British Airways 13.534, wer to credit sagt, dass wer bei Finnair selber das Ganze machen möchte, bekommt. Sag mal, warum hat er mir das nicht gegeben? Das ist ja, da ist es doch, Nee, hat er mir nicht gegeben. Also das ist ja unglaublich. Aber ich schätze, dass es auch 13.534 sind, zuzüglich natürlich dem Status
entsprechend. Und dann gibt es ein Special. Dieses Special ist ein Special, wie es auf der Webseite steht. Da steht drauf, book business class tickets for direct flights from Arlanda to USA or Thailand between 26th of April to 2nd May. Also das heißt, wer bis zum 2. Mai das Ticket jetzt kauft, bekommt eine Goldmitgliedschaft dazu. Das ist ein Sapphire-Status. Ihr könnt damit in die Lounge, ihr könnt mit zwei Leuten in die Lounge. Also insofern schon ein rundum super Angebot. Wie das geht, ist ganz einfach. Ihr könnt euch bei Finnair anmelden, bei Finnair Plus. Wenn ihr kein Mitglied seid, wenn ihr schon Mitglied seid, seid ihr angemeldet. Dann müsst ihr das Ticket einfach buchen. Wichtig ist USA oder nach Thailand. Dann soll man die ganzen Daten, die man hat, an fp@finnair.com schicken. Und Finnair-Nummer solltet ihr eingeben, also von eurem Finnair Plus-Konto. Und natürlich auch die Buchungsreferenz. Dann dauert die ganze Geschichte 14 Tage. Mhm. Ungefähr. Finnair ist aber schneller normalerweise. Ich habe es auch schon mal für einen Kunden gestern eskaliert, indem ich einfach angerufen habe und gesagt, du hier, zack, zack, das sind die Daten, E-Mail rausgesucht, geht los. Also das geht auch. Nichtsdestotrotz, so hat man halt wirklich billig einen Status bei Finnair, nicht wahr, Mario? Du hast doch schon Goldstatus bei Finnair, oder? Ja, ja. Meine Frage ist, den kann ich damit aber nicht einfach so verlängern, oder? Nein, natürlich nicht. Verlängerung geht natürlich nicht. Das ist halt wie immer im richtigen Leben. Dafür musst du fliegen. Aber du findest ja nicht so die Flüge, die du wolltest. Nee, nicht wirklich. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. Auf jeden Fall ist die Finnair jetzt, finde ich, zum zweiten Mal ziemlich großzügig. Nicht? Wenn man an die Promotion im vergangenen Jahr denkt, wo ich mir den Status quasi erflogen habe, ist das eigentlich eine ziemlich coole Sache. Was ich allerdings witzig finde, ist, diese Buchungsklasse besagt, ja, man hat kein Gepäck. Das finde ich für die Business Class ziemlich witzig, sozusagen eine Business Light. Ja, das ist natürlich so, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, wer nach Bangkok fliegt, hat eh wenig zu tragen. Ich erinnere an die Bilder. Ich möchte nach Thailand noch einreisen, deshalb sage ich nicht, wer es war, aber ihr kennt euch, ihr kennt den Kollegen, der mit den kurzen Schießeroberhemden unterwegs war und seinem Hund. Also insofern, nach Thailand braucht man nicht viel Flipflops und ansonsten, hey, drehst du um, hast einen Tag länger mit. Ansonsten auch hier wieder ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, denkt dran, unten zu kommentieren, vielleicht auch, wie ihr mit einem Light-Tarif nach Bangkok fliegt und vor allem, wie lange ihr in Bangkok bleibt. Ich habe ja auch gehört, dass viele Leute sich was schneidern lassen, auch auf dem Rückweg wäre es ein Light-Tarif, also ihr müsst einen Koffer dann zusätzlich kaufen, wenn ihr am Rückweg was machen wollt. Geht natürlich auch für schon. Oder ganz viel anziehen, so übereinander dann, ne? Natürlich, das ist der Trick, den Mario macht. Sie wundern sich über den Buckel. Ja. Und ganz, ganz wichtig halt einfach wirklich kommentieren. Und er macht's nicht. Ich sag's auch nicht nochmal mit kommentieren. Doch, da ist es. Geht doch. Und lasst uns ein Like da. Ja, wir haben jetzt die 20 Minuten nicht voll gemacht, weil wir bei 18 Minuten aufhören und ein bisschen. Danke also, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Und Glocke an, morgen früh gibt es eine Überraschung. Also bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Hier, weg.